Herzlich willkommen zu einem Workout, das du machen kannst zu Hause jetzt gerade, wo die Gyms alle geschlossen sind, mit nur einer Kettlebell. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hattest, dir in deiner Box eine Kettlebell auszuleihen oder du zu Hause sowieso eine oder mehrere Kettlebells hast, mit denen du regelmäßig trainierst, bekommst du jetzt ein Workout, das du mit uns allen zusammen zu Hause machen kannst. Und wenn du das Workout machst, beziehungsweise wenn du das Training machst, dreht sich ja heute eher um einen gewissen Kraftpart, dann schreib doch deine Ergebnisse oder wie für dich das Workout war, einfach mal unten in die Kommentare und lass uns alle irgendwie daran teilhaben, wie das ganze Workout für dich läuft. Das Einzige, was wir für das Workout heute brauchen, ist eine Kettlebell. Also wenn du eine zu Hause hast, ist jetzt scheißegal, ob das eine Competition Kettlebell ist, also eine, wo der Schwungkörper und der Griff immer gleich ist, oder ob du jetzt eine Gusseisen Kettlebell zu Hause hast, wie zum Beispiel die hier, die wir hier rumstehen haben, wo der Griff so ein bisschen anders ist und je nach Größe variiert, das ist eigentlich völlig wurscht. Im Endeffekt reicht für das Workout einfach nur ein Gewicht und welches Gewicht du dann am besten dafür hast, erfahren wir jetzt gleich im Laufe des Workouts. Als Warm-up starten wir wie in allen Workouts, die du hier bekommen wirst, immer mit 25 Burpees. Also bekommen den Hund aus dem Weg und dann geht es um 25 Mal hinlegen, aufstehen, davon 25, möglichst dynamisch, versuch da ein bisschen durchzuarbeiten, ein bisschen schützen zu kommen, den Puls hochzukriegen, um dich einfach für ein Training vorzubereiten. Du kannst natürlich auch gern eine Runde draußen um den Block laufen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, für all die, die nicht mehr draußen Sport machen dürfen oder die eingeschränkt werden, die nicht mehr raus dürfen, gibt es eine Variante und zwar machen wir alle Burpees. Ich fände es natürlich super geil, wenn du jeden Tag draußen laufen gehen würdest. Das wäre natürlich für mich das Highlight. Also, wenn du draußen laufen gehen möchtest, dann Videopause und renn um den Block. So. Als zweites nehmen wir dann schon die Kettlebell und um unsere Schultergürtel ein bisschen warm zu kriegen, nehmen wir die Kettlebell vernünftig hoch und fangen an, das Ganze so ein bisschen um unseren Körper zu pendeln. Ja, einfach nur dafür, das Gewicht ein bisschen zu fühlen und hier ein bisschen Spannung um unseren Schultergürtel zu kriegen. Machen das irgendwie 15 Mal in die eine Richtung, ja, und dann gucken wir, dass wir es ausbalancieren und machen es 15 Mal in die andere Richtung. Ist vielleicht besser, wenn man das in der Wohnung dann nicht fallen lässt, es sei denn, man hat irgendwie einen begabten Handwerker zu Hause oder einen kulanten Vermieter. Uns fehlt tatsächlich beides. So. Als drittes im Warm-up machen wir dann noch 25 Russian Kettlebell Swings. Jetzt natürlich abhängig davon, wie schwer deine Kettlebell ist. Für mich sind 24 Kilo jetzt nicht so kompliziert. Also für mich sind 25 Russian Kettlebell Swings mit einer 24 Kilo Kettlebell jetzt kein Problem. Das ist also ein klassisches Warm-up. Wenn du nur eine super schwere Kettlebell zu Hause hast, solltest du vielleicht jetzt ein bisschen weniger machen oder nochmal ein paar Burpees. 25 Rep Swings, Arme gestreckt lassen, schön aus den Beinen beschleunigen, den Rumpf benutzen und hier schön die Rückseite warm bekommen. Die Workouts werden jetzt von Mal zu Mal länger, intensiver, mit mehr Inhalten, weil ich denke, desto länger du zu Hause trainierst, desto mehr Motivation hast du auch, zu Hause ein richtiges Training durchzuziehen. Dementsprechend werden wir uns da auch ein bisschen ausweiten. Im Workout heute, dadurch, dass du eine Kettlebell zu Hause hast, eignet sich das wunderbar, um so einen gewissen Kraftteil mit reinzupacken, beziehungsweise externes Gewicht gut zu bewegen, also auch die richtige Voraussetzung, um Muskulatur aufzubauen in einem Wiederholungsbereich zwischen, ja, sagen wir mal 8 bis 15. Können wir wunderbar nutzen. Als allererstes in dem Workout haben wir einen dynamischen Teil. In dem dynamischen Teil kombinieren wir eine strikte Bewegung mit Bewegungen mit Anschub aus den Beinen, was wir nun aus dem Kettlebell-Sport und auch aus dem CrossFit gut kennen. Das heißt, wir machen Strict Press, gefolgt von Push Press, gefolgt von Jerks, gefolgt von Swings und einem direkten Seitenwechsel. Wir haben quasi sowas wie ein Workout, also eigentlich eher eine andauernde Zeit unter Spannung mit verschiedenen Bewegungen kombiniert, was man halt super gut mit der Schwungkugel machen kann und dazu eignet sich das einfach am besten. Und danach werden wir nochmal einen ganz klaren Kraftteil machen, wo wir sagen, wir machen nur nochmal isoliert, nur Presses, nur Rows, um wirklich in diesen Effekt zu kommen, dass wir sagen, wir machen klassisches Muskelaufbautraining, also klassisches Hypertrophietraining. Um unseren Oberkörper und unsere Schultergürtel darauf vorzubereiten, zu drücken, machen wir nochmal einen Ablauf aus zwei Übungen. Dafür machen wir so 1 bis 3 Runden, je nachdem, wie du dich fühlst und worauf du jetzt Lust hast. Wenn es nach mir geht, mach 3 Runden. Wenn du faul bist, machst du eine. Ist auch okay für einen Einstieg. Und zwar machen wir Scapula Push-Ups, also Liegestütz aus dem Schulterblatt. Dafür gehen wir in die Liegestützposition. Ja,
Hände unter das Schultergelenk und von hier aus gehen wir in die Liegestützposition oder du bleibst auf den Knien, je nachdem, wie sicher du in dieser Bewegung bist. Geh mal ein Stück weit nach hinten, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Licht. Und von hier gehen wir in den Liegestütz aus dem Schulterblatt, das heißt, die Arme bleiben gestreckt und wir schieben uns nur aus dem Schulterblatt nach oben raus, nachdem wir uns hier runtergelassen haben. Davon machen wir 10 bis 12 Wiederholungen, 15 Wiederholungen sind auch okay. Ja, irgendwie sowas, dass wir da Bewegung reinkriegen. Und die zweite Bewegung, um unseren Unterkörper an den Start zu kriegen und ordentlich Blut nochmal in die Beine zu bekommen, machen wir Squats mit der Kettlebell. Das heißt, wir nehmen die Kettlebell einfach in eine Goblet-Position vor die Brust. Hier, ja, hält sich am besten so, dass wir den Griff so ein bisschen in die Hand nehmen, dass wir hier so ein Gegenlager haben und dann stellen wir uns hier hin und machen damit einfach schön Kniebeugen, ruhig 15 bis 25 Stück. Davon kann man tatsächlich jetzt auch nicht zu viel machen. Die Beine werden im Laufe des Zuhause-Trainierens definitiv eher weniger Belastung erfahren. Deshalb werden wir versuchen, in jedem Workout die Beine irgendwie ein bisschen an den Start zu kriegen. Wir wollen ja auch nicht so eine Stocher haben und irgendwann aussehen wie die klassischen Disco-Pumper. Ja, dicke Arme. Ja. Und hier unten haben wir dann noch so ein paar Unterarme dran. Ist ja auch scheiße. Kommen wir zum interessanten Teil des heutigen Workouts. Und das ist der Ablauf, der jetzt am meisten Spaß machen wird. Wir starten mit der Kettlebell vor der Brust. Machen 5 Strict Press. Gefolgt von 5 Kettlebell Push Press. Also Anschub aus den Beinen, Hüfte strecken, nach oben nachdrücken wie beim Strict Press. Nur wir haben hier aus den Oberschenkeln ein bisschen Druck. Das heißt, wir gehen in einen leichten Knicks, könnte man sagen. In einen leichten Dip hier und schieben von hier kurz an und beschleunigen nach. Gefolgt von 5 Push Jerk. Das heißt, wir beschleunigen das Gewicht aus den Beinen, tauchen unter das Gewicht und fangen es hier auf. Das ist ein Jerk. Jerk heißt anschieben, runter und fangen. Das heißt, wir drücken nur nach, wir drücken nicht primär. Das primäre Ziel ist, Beine beschleunigen und fangen. Strict Press, nur pressen. Push Press, anschieben, pressen. Push Jerk, anschieben, runter, fangen. Mit Gewicht. Schön Full Range of Motion, Strict Press. Hier 5 Stück. Noch jetzt mal 3. Push Press, anschieben, drücken. Und Push Jerk, anschieben, fangen. Von hier zurück in die Rack-Position und jetzt machen wir 15 Hand-to-Hand-Swings, wechseln die Hand und wir machen 15, weil wir nach dem 14. beim 15. hier ankommen, setzen um und sind wieder hier, fangen wieder an Strict Press, 5 Stück, gefolgt von Push Press, gefolgt von Push Jerks. Und wieder Swings und dann weiter oder eine kurze Pause. Ziel sind 3 bis 5 Runden, je nachdem, wie viel Gewicht du da am Start hast. Also rechte Seite, linke Seite und dann das Ganze 3 bis 5 Runden. Wenn du Lust hast, könntest du nach jeder Runde, die du machst, immer nochmal die Kettlebell nehmen und nochmal 20 Squats machen. Wäre meine Empfehlung, damit du deine Beine am Start hast. Wenn du sagst, nee, Oberkörper reicht mir, auch okay. Meine Perspektive ist nur, die Beine mitzutrainieren, ist nie eine schlechte Idee. Ja, mehr hormonelle Aktivität, mehr Hormonausschüttung, mehr Endorphine, mehr Testosteron, bessere Laune. Ne, wir sind drin eingesperrt, schon scheiße, also kann man das schon gut mitnehmen. Wenn wir das durch haben, kommen wir nochmal zu einem, ja, sagen wir mal noch, Hypertrophie-Teil. Wir wollen jetzt das Gewicht in einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen bewegen, so schwer wir können. Also wir wollen ans Muskelversagen. Warum? Im Muskelversagen, dort findet der Hypertrophie-Reiz statt. Wir müssen zum Muskelversagen rantrainieren, um
am effektivsten Muskulatur aufzubauen. Am besten wäre sogar der Wiederholungsbereich um 8 Wiederholungen. Wenn du aber nur ein Gewicht hast, was das nicht so richtig zulässt, geben wir 10 bis 12, machen dann aber noch mehr Übungen auf den Muskel oben drauf, um das zu ermöglichen. Wir haben wieder einen Ablauf, 3 bis 5 Runden, fangen an mit 10 bis 12 Strict Kettlebell Press. Gefolgt von 10 bis 12 oder 8 bis 12 Single Arm Kettlebell Row. Entscheidend hier auch, achte auf eine möglichst kontrollierte, langsame Bewegung. Das ermöglicht dir mehr Zeit unter Spannung. Ja, und mehr Zeit unter Spannung bei gleichbleibender Last heißt mehr Damage. Mehr Damage heißt mehr Muskeln. Also gut. Dafür eignet sich der Stuhl zu Hause perfekt. Direkt gefolgt von maximale Wiederholungen Push-Ups. Also gleich runter und hier auch kontrolliert runter, explosiv raus. Kontrolliert geht zurück, kontrolliert runter, bumm, explosiv raus. Auch mehr Zeit in der Spannung und immer Feuer raus. Und weil wir ja unsere Rückseite auch nochmal an den Start bekommen wollen, und wenn wir jetzt kein Band haben für Curls oder so, wenn du ein Band hast für Curls oder Dumbbells oder so, gib ihm. Wenn du es nicht hast, machen wir Folgendes. Wir legen uns auf den Bauch und machen sogenannte Prone Presses. Legen uns hin, strecken die Arme über den Kopf und haben diese Bewegung. Wenn du das Gefühl hast, dass du davon ganz locker 20 Stück schaffst, kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen und hebst den Oberkörper dabei ab. Ihn hier hoch und jetzt hier. Schieben wir raus. Ganz entscheidend bei der letzten Übung, schön Gesäß anspannen, Rumpf anspannen und hier rausarbeiten. Schön möglichst viel Range of Motion, 1A Mobility Training und natürlich ein Training deiner Extensorenkette, also deiner Rückseite, die diese ganzen Druckbewegungen, die wir hier machen, ein bisschen ausgleicht. Also der letzte Zyklus sind Presses mit der Kettlebell. Wenn du eine Kettlebell hast, die so schwer ist, dass du nur 6 bis 8 Wiederholungen schaffst, optimal. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute eher oder ihr eher eine leichtere Kettlebell habt. Deshalb macht dann einfach ein bisschen mehr Wiederholungen oder eine viel langsamere Bewegung, wenn eure Technik stimmt. Die sollte stimmen. Weil wenn sie nicht stimmt, dann noch mehr Kontrolle und eher darauf achten, dass sie die Technik erlernt. Aber dafür eignet sich das Training heute, glaube ich, optimal. Dann die Rows und hier auch. Wenn das Gewicht leicht ist, ja, dann mach mal 4, 5, 6 Sekunden negative. Mehr Zeit unter Spannung bei weniger Gewicht ist quasi mehr Gewicht, weil das addiert sich am Ende oder summiert sich am Ende auf das Gleiche zusammen. Dann maximale Wiederholungen Push-Ups. Wenn du hier das Gefühl hast, es ist zu leicht und du hast ein Band zu Hause, spann dir ruhig ein Band um, mach das mit einem Band. Oder einfach, ja, kannst du auch das Kind draufsetzen oder den Hund, werdet da kreativ. Oder das Gewicht reicht, dann perfekt und dann maximale Wiederholungen da. Wenn wir maximal Muskeln aufbauen wollen, wäre hier auch das Ziel zu sagen, irgendwo zwischen 8 bis 15 Wiederholungen. Wenn man dafür irgendwie Gewicht braucht, kann man das machen. Wenn du sagst, nee, ich gehe auf Kraftausdauer und auf Cardio und schaffst da 25, 30 Stück, das ist auch geil. Und danach kommen wir nochmal zum Extensoren aktivieren, hier in dieser streckenden Bewegung. Und dabei geht es dann auch eher um den Bereich 20 bis 25 Wiederholungen, 15 bis 20 Wiederholungen, Kraftausdauerbereich, nicht direkt Hypertrophie, eher Ansteuerung, bessere Bewegung. Aber insgesamt sind wir bei diesem gesamten Workout heute, glaube ich, ziemlich gut versorgt. Wir benutzen unseren gesamten Körper und wenn du danach noch Power hast, dann empfehle ich dir immer, ja, mach doch einfach nochmal so ein paar Swings, so 50, 100, 150, 200, kannst du dich austoben. Das Workout heute ist wirklich dafür gedacht, dass wir eher ein kraftlastiges Workout haben, dass wir Muskeln aufbauen, dass wir stark sind und morgen gibt es wieder mehr ein Cardio-Ding. Wenn du heute keine Kettlebell zu Hause hast und du willst trotzdem ein Workout machen, ja, dann würde ich an deiner Stelle gucken,
kannst du rausgehen, kannst du irgendwo Pull-Ups machen oder zu Hause kannst du das irgendwie adaptieren. Wenn du da irgendwelche Fragen zu hast, schreib uns einfach mal eine Nachricht bei Instagram, was du da machen kannst. Oder wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt guckst, such dir doch eins von den Bodyweight Strength Workouts für zu Hause raus, für die du kein Equipment brauchst. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, vielleicht hätte ich gerne Kettlebell zu Hause und was nehme ich denn da? Ich habe dazu ja ein Video gemacht, was lohnt sich, welche Gewichte lohnen sich. Das ist unten verlinkt und auch die Affiliate-Links zu den Sets, die vielleicht Sinn machen. Tendenziell würde ich sagen, beim Kettlebell-Training lohnt sich immer eine medium-schwere Kettlebell, also als Mann irgendwie so 16, 20 Kilo und als Frau so 8, 12 bis 16 Kilo. Und eine relativ schwere Kettlebell, wo ich dann sage, als Mann 24, 32 oder in meinem Fall bietet sich dann irgendwas an mit 40 Kilo und als Frau so 24 Kilo, 20 Kilo ist schon gut. Und dann kann man immer gut variieren in den Workouts. Könnte man zum Beispiel sagen, wir nehmen für die Rows hier eine schwere Kettlebell, also beispielsweise zum Beispiel für mich die 40 Kilo zum Rudern, was für mich deutlich mehr Last wäre und ich es trotzdem noch gut kontrollieren kann. Und für die Presses zum Beispiel nehme ich dann die 24, ja, die ich hier gut pressen kann und ich kann die Muskulatur unabhängig voneinander einfach auslassen. Also wenn du auf der Suche nach Kettlebells bist, lass dich da einfach bei meinem anderen Video da so ein bisschen inspirieren oder auf anderen Kanälen von Kettlebell-Spezialisten. Das würde ich mich tatsächlich nicht nennen, aber ich trainiere schon sehr, sehr viel mit Kettlebells. Wenn du jetzt Bock auf dieses Workout hast und das Ganze machst, und es war gut oder es war scheiße oder irgendwas hat dich gestört, irgendwas hat gefehlt, einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass du trotz ja, irgendwie der Eingeschränktheit zu Hause trainieren zu müssen, Spaß an deinem Training hast oder du guckst zum späteren Zeitpunkt und du trainierst einfach immer zu Hause und hast Spaß dran. Ich hoffe einfach, du kommst an dein Ziel, du kommst weiter. Die Videos hier helfen dir dabei, motiviert zu sein, gute Inhalte zu haben und einfach Spaß und Erfolg mit deinem Training zu haben. Und wenn das so ist und du willst mehr davon sehen, abonniere den Kanal, like dieses Video und teile es mit jemandem, der auch mal zu Hause trainieren sollte. Und ich werde jetzt das Workout machen und ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns dann hier wieder, ja, hoffentlich zum nächsten Workout. Viel Spaß!